So, ihr Lieben, ich habe hier rote Beete vom eigenen Garten. Das sind die Blätter davon. Dann haben wir hier Zwiebeln zum selber essen. Die Zwiebeln werde ich gleich alles klein hacken. Karotten, Knoblauch, Kartoffeln, rote Beete und das werde ich alles schnibbeln. So, ihr Lieben, hier habe ich alles klein geschnitten. Erst habe ich die Kartoffeln geschnitten. Dann habe ich, das sind die Blätter von der roten Beete aus dem Garten, habe ich auch verwertet, warum nicht. Dann habe ich die Zwiebeln geschnitten. Dann hat Ida die ganze Zeit gemeckert, OMG. Die Karotten habe ich so geraspelt und die rote Beete dann auch. Ida saß dann neben mir. Und dann habe ich alles angebraten und die Bouillon aufkochen lassen. Wie ich die Bouillon mache, mache ich vielleicht irgendwann im separaten Video. Ich koche immer mit Rindfleisch und Schweinefleisch, also Rinderknochen. Dann habe ich alles angebraten, also die Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, Karotte, rote Beete. Dann habe ich das köcheln lassen, also ich habe Tomatenmark da eingegeben, Paprikamark. Währenddessen habe ich Sauerkraut und frisches Kraut, Hälfte, Hälfte in den Topf gegeben und kochen lassen. Dann auch die Blätter von der roten Beete. Dann habe ich alles hinzugefügt und nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und das ist das Ergebnis. Knochenmark habe ich auch gegessen und die Zwiebeln aus dem Garten. Guten Appetit und es war so übelst lecker.